Wir erhalten Berichte, dass die Orks sich formieren. Gewiss sind die jüngsten Angriffe auf die Gefangenenlager Beweis genug. Das stimmt. Die Horde ist unterwegs. Das ist absurd. Meine Nation wird nicht tatenlos zusehen, wie sich die Horde vor unseren Toren sammelt. Die Orks sind nicht unsere größte Sorge. Soll ich mich denn ständig wiederholen? König Terenas, hört auf meine Warnung. Diese Seuche in den Nordländern könnte tragische Folgen haben. Seuche? Ihr Magier seid doch paranoid. Lasst uns das in Ruhe betrachten. Selbst wenn diese Seuche eine Gefahr für uns wäre, was sollten wir dagegen tun? Ganz einfach. Ich habe schon gesagt, die Kirin Tor sind bereit. Wir stellen die Dörfer unter strenge Quarantäne. Ich werde keine Quarantäne verhängen, ohne einen Beweis für eure Worte, Botschafter. Die Menschen von Lordaeron mussten genug leiden. Wir machen sie nicht zu Gefangenen im eigenen Land. Sind Sie gefangen, guter König? Was heißt das nun wieder? Und wer seid ihr? Die Menschheit ist in Gefahr. Die Wellen der Dunkelheit drohen erneut. Sie werden die ganze Welt in einen Krieg stürzen. Genug damit! Wacht! Entfernt diesen Irren! Hört doch! Die Hoffnung für unser Volk liegt im Westen, im vergessenen Land Kalimdor. Seid ihr mein Trost? Lasst ab, Botschafter. Ohne zu wissen, wer ihr seid, wage ich zu sagen, dies ist nicht die Zeit für plappernde Propheten. Unser Land wird belagert. Aber wir entscheiden, was der beste Schutz für das Volk ist. Niemand sonst. Nun geht! Ich habe bei den Menschen schon einmal versagt. Doch das werde ich nie wieder. Ist hier keiner bereit zu helfen? Dann muss ich jemand anderen finden. Die Warnung ist ausgesprochen. Jetzt liegt es an Ihnen. Willkommen, Prinz Arthas. Meine Männer und ich fühlen uns durch euren Besuch geehrt. Nicht so förmlich, Uther. Noch bin ich nicht König. Schön, euch zu sehen. Euch auch, mein Junge. Schön, dass König Terenas euch geschickt hat. Mein Vater hofft immer noch, dass eure Geduld und Erfahrung auf mich abfärben. Ein Vater wird doch noch träumen dürfen, oder nicht? Hier ist die Lage. Unsere Späher haben bestätigt, dass ein Lager der Orks irgendwo hinter dem nächsten Hügel liegt. Wie ich vermutet hatte. Es kommt noch schlimmer. Sie sind im Begriff, das nahegelegene Dorf Stranbrath anzugreifen. Unseres Wissens nach ist das Dorf vollkommen schutzlos. Ich muss sofort auf das Lager der Orks vorrücken. Werdet ihr allein mit der Verteidigung von Stranbrath fertig? Gewiss, Uther. Seid unbesorgt. Gut. Wir treffen uns im Orklager, wenn ihr das Dorf gerettet habt. Seid vorsichtig, Arthas. Seid gesegnet, Prinz Arthas. Aber was ist mit den anderen, die verschleppt wurden? Seid unbesorgt. Wir finden sie und bringen sie sicher nach Hause. Prinz Arthas, Lord Uther braucht euch sofort beim Orklager. Dass nur keine Langeweile aufkommt. Gehen wir!
genau richtig, Junge. Ich habe zwei meiner besten Ritter zu Verhandlungen mit dem Anführer der Orks ausgesandt. Sie müssten gleich zurück sein. Verdammt. Diese Orks werden niemals kapitulieren. Dann nichts wie hin und lasst uns den Monstern den Garaus machen. Vergesst nicht, Arthas, wir sind Paladine. Rache darf niemals unser Handeln bestimmen. Wenn wir dem Blutdurst die Zügel überlassen, sind wir nicht besser als die Orks. Natürlich, Uther. Wohlan, wenn ihr Manns genug seid, sollt ihr den Angriff führen. Ich? Aber gern. Ich bleibe hier, um das Lager vor diesen grässlichen Monstern zu bewachen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das weiß ich, Junge. Närrischer Paladin! Die Hexenmeister des Schwarzfels-Clans haben gesprochen. Bald wird es Dämonen vom Himmel regnen und diese jämmerliche Welt wird brennen! Ja, ja, dieses Gewäsch habe ich schon einmal gehört. Ihr Orks begreift es einfach nicht. Es war nur ein Trugbild. Verdammt, was haben diese Hunde vor? Die Stunde des Untergangs naht. Möge dies kümmerliche Opfer unsere Dämonenherren beschwichtigen. Ihr kranken Dretschkerle, damit kommt ihr niemals durch! Gut gemacht, Junge. Das war ein tadelloser Sieg. Ich weiß nicht, Uther. Diese Orks haben die Dorfbewohner als Opfer hingerichtet. Ich glaube, sie wollten Dämonen beschwören. Nur Mut, Junge. Diese Orks klammern sich an aussterbende Traditionen. Wir haben ihre Dämonen vor langer Zeit besiegt. Gehen wir nach Hause. Es war ein anstrengender Tag. Weiser sein als der König. Das Ende rückt näher. Ich habe euch bereits gesagt, dieser Unsinn kümmert mich nicht. Dann habe ich hier meine Zeit vergeudet. Ihr könnt jetzt herauskommen, Jaina. Er ist fort. Verzeiht, dass ich euch belauscht habe, Meister, aber... Wenn ich mich auf eines verlassen kann, dann ist das eure Neugier, Kind. Dieser arme Irre glaubt wirklich, das Ende der Welt stünde bevor. Was ist mit den Gerüchten über die Seuche, die in den Nordländern grassiert? Glaubt ihr wirklich, dass sie magischen Ursprungs ist? Vieles spricht dafür. Darum müsst ihr für mich dorthin reisen und die Lage untersuchen. Ich habe veranlasst, dass euch jemand ganz Besonderes begleitet. Ja, Meister. Ich werde mein Bestes geben. Das weiß ich, Kind. Lebt wohl. Prinz Arthas, wir warten jetzt seit Stunden. Seid ihr sicher, dass eure Freundin noch kommt? Ganz sicher. Aber Jaina ist nicht für ihre Pünktlichkeit bekannt. Wir müssen ihr helfen! Lass die Klinge stecken, Hauptmann. Sie kommt allein zurecht. Meine Herren, Lady Jaina Prachtmeer. Abgesandte der Kirin Tor. Und eine der begabtesten Magierinnen im ganzen Land. Es scheint, ihr habt kein bisschen nachgelassen. Schön, euch wiederzusehen, Jaina. Euch auch, Arthas. Es ist lange her, dass mich zuletzt ein Prinz begleitet hat. Das stimmt wohl. Ich glaube, wir sollten aufbrechen. Unseren Informationen zufolge stammt die Seuche aus der Region nördlich von hier. Wir sollten die Dörfer an der Königstraße untersuchen.
ist, als würde das Land um diese Kornkammer herum sterben. Ist etwa das Getreide verseucht? Das wollen wir nicht hoffen. Diese Kisten tragen das Siegel von Andorhal, dem Umschlagplatz für die nördlichen Gemeinden. Wenn das Getreide die Seuche überträgt, könnten unzählige Dörfer betroffen sein. Ja, mein Freund. Seid gegrüßt. Wir sind Priester aus Kel'Thalas. Wir sind gekommen, um bei der Heilung des Landes von diesem seltsamen Fluch zu helfen. Ihr solltet wissen, dass sich am anderen Ende des Dorfes eine Kornkammer befindet. Diese könnte auch von der Verseuchung betroffen sein. Man hat uns entdeckt, meine Brüder. Flieht und setzt die Mission fort. Leider habe ich keine Zeit zum Plaudern. Die Pflicht ruft. Diese Kreatur sieht aus, als wäre sie aus verschiedenen Leichen zusammengeflickt worden. Lasst sie uns zuerst töten und dann untersuchen, ja? Was war das? Und wer war dieser Zauberer in Schwarz? Ich glaube, der Robenträger war ein Totenbeschwörer. Offenbar haben er und seine Lakaien die Seuche zu verantworten. Ich wette, wir finden ihn und die Antworten, die wir suchen, in Andorhal. Seht, die Kultisten des Totenbeschwörers. Was machen sie mit dieser Mine? Warten wir es lieber nicht ab. Angriff! Verfluchte Eindringlinge. Sie dürfen den Plan des Meisters nicht behindern. Schlagen wir hier unser Lager auf. Wenn die Kultisten dort herumschleichen, möchte ich nicht ohne Verstärkung da rein. Ich bin ganz eurer Meinung. Hallo, meine Kinder. So sehen wir uns wieder. Ich bin Kel'Thuzad. Ich muss euch eine Warnung überbringen. Lasst ab! Eure Neugier wird nur euer Tod sein. Seid ihr für diese Seuche verantwortlich, Totenbeschwörer? Seid ihr der Drahtzieher dieses Kults? Ja. Ich habe dem Kult der Verdammten aufgetragen, das verseuchte Getreide zu verteilen. Aber es ist nicht allein mein Verdienst. Was meint ihr damit? Ich diene dem Schreckenslord Mal'Ganis. Er gebietet über die Geißel, die dieses Land reinigen und ein Paradies ewiger Dunkelheit bringen wird. Und was genau soll diese Geißel bereinigen? Die Lebenden natürlich. Sein Plan ist längst angelaufen. Ihr findet ihn in Stratholm, wenn ihr euch selbst überzeugen wollt. Naives Kind. Mein Tod ändert gar nichts. Denn nun beginnt die Verseuchung dieses Landes. Herdweiler, endlich. Ich könnte eine Ruhepause vertragen. Offenbar rüsten sie sich für eine Schlacht. Prinz Arthas, in der Nacht ist eine riesige Armee untoter Krieger aufgetaucht und hat wahllos Dörfer angegriffen. Jetzt ist sie auf dem Weg hierher. Verdammt! Jaina, ich bleibe hier und beschütze das Dorf. Ihr beeilt euch und berichtet Lord Uta von der Situation. Aber... Geht, Jaina. Jede Sekunde zählt. Wartet. Was war in diesen Kisten? Nur eine Lieferung Getreide aus Andorhal. Keine Sorge, mein Lord. Es wurde bereits an die Dorfbewohner verteilt. Oh nein. Die Seuche sollte mein Volk nicht einfach töten. Sie sollte es in Untote verwandeln. Verteidigt euch! Ich bin euer Diener.
Licht, gib mir Kraft. Für Lordaeron, für den König. Einsatz bereit. Uther, ihr hättet keinen besseren Zeitpunkt wählen können. Freut euch nicht zu früh, Junge. Die Schlacht ist noch lange nicht vorüber. Ich bin überrascht, dass ihr so lange durchgehalten habt, Junge. Wäre ich nicht gerade noch rechtzeitig gekommen... Ich habe getan, was ich konnte, Uther. Hätte ich eine Legion Ritter hinter mir gehabt, dann... Lasst euch den Stolz nicht zu Kopf steigen. Dies hier war erst der Anfang. Jedes Mal, wenn einer unserer Krieger im Kampf fällt, wächst die Zahl der Untoten. Dann sollten wir ihren Anführer ausschalten. Wenn es sein muss, gehe ich selbst nach Stratholm und töte Mal'Ganis. Ruhig, Junge. So tapfer ihr seid, ihr könnt es nicht allein mit jemandem aufnehmen, der über die Toten herrscht. Es steht euch frei, mich zu begleiten, Uther. Ich gehe. Mit oder ohne euch. Seid gegrüßt, junger Prinz. Wir müssen reden. Dafür habe ich keine Zeit. Hört mir zu, Junge. Dieses Land ist verloren. Der Schatten ist bereits über es gekommen und ihr könnt nichts mehr daran ändern. Wenn ihr euer Volk wirklich retten wollt, führt es übers Meer, nach Westen. Was? Fliehen? Ich gehöre hierher und habe die Pflicht, mein Volk zu verteidigen. Dann habt ihr euch schon entschieden. Bedenkt aber, je härter ihr dem Feind entgegentretet, desto schneller liefert ihr ihm euer Volk aus. Entschuldigt, dass ich mich versteckt habe, Arthas. Ich wollte nur... Ich will nichts hören. Ich spürte eine enorme Macht in ihm, Arthas. Vielleicht hat er recht. Vielleicht weiß er wirklich, was kommt. Nichts wird mich dazu bewegen, meine Heimat im Stich zu lassen, Jaina. Mir ist gleich, ob dieser Irre die Zukunft gesehen hat. Los, gehen wir. Wie schön, dass ihr es geschafft habt, Uther. Nicht in dem Ton, Junge. Ihr mögt der Prinz sein, aber als Paladin bin ich euer Vorgesetzter. Als könnte ich das vergessen. Hört her, Uther. Ihr solltet etwas über diese Seuche wissen. Oh nein, wir kommen zu spät. Diese Leute sind allesamt infiziert. Noch sehen sie normal aus, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie Untote werden. Diese ganze Stadt muss gesäubert werden. Was? Wie könnt ihr so etwas nur denken? Es muss einen anderen Weg geben. Verdammt, Uther. Als künftiger König befehle ich euch, die Stadt zu säubern. Ihr seid noch nicht mein König, Junge. Und selbst wenn, würde ich den Befehl nicht ausführen. Dann muss ich das als Hochverrat ansehen. Hochverrat? Seid ihr nicht bei Sinnen, Arthas? Nicht? Lord Uther, durch das Recht der Erbfolge und die Herrschaft der Krone, hiermit entbinde ich euch von eurem Kommando und entlasse eure Paladine aus meinen Diensten. Arthas, ihr könnt nicht einfach... Es ist geschehen. Wer willens ist, dieses Land zu retten, der folge mir. Alle anderen, geht mir aus den Augen. Diesmal seid ihr zu weit gegangen, Arthas. Jaina? Tut mir leid, Arthas. Ich kann das nicht mit ansehen. Ich habe euch erwartet, junger Prinz. Ich bin Mal'Ganis. Wie ihr sehen könnt, gehört euer Volk jetzt mir. Nun werde ich die Stadt Haus für Haus umkrempeln.
bis die Flamme des Lebens für immer erlischt. Das lasse ich nicht zu, Mal'Ganis. Lieber sollen diese Leute durch meine Hand sterben, als euch im Tode als Sklaven zu dienen. Wir beenden das hier und jetzt, Mal'Ganis. Nur wir beide. Sonst niemand. Große Worte. Leider ist es hier nicht zu Ende für euch. Eure Reise hat erst begonnen, junger Prinz. Sammelt eure Streitmacht und folgt mir in das arktische Land Nordend. Dort werden wir unsere Rechnung begleichen. Dort wird sich euer wahres Schicksal offenbaren. Wenn es sein muss, jage ich euch bis ans Ende der Welt. Habt ihr gehört? Bis ans Ende der Welt! So viele Tote. Unfassbar, dass Arthas dazu fähig war. Jaina! Lady Jaina! Lord Uther? Ah, Jaina. Ich dachte mir, dass ich euch hier finden würde. Wo ist er hin, Mädchen? Wohin hat Arthas die Flotte geführt? Er kam zu mir, bevor er aufbrach. Ich flehte ihn an, nicht zu gehen. Es hörte sich nach einer Falle an. Wohin? Nordend. Er ist nach Nordend. Mal'Ganis jagen. Verdammter Bengel. Ich muss König Terenas informieren. Macht euch keine Vorwürfe, Mädchen. Ihr hattet nichts mit diesem Gemetzel zu tun. Die Toten in diesem Land mögen vorläufig ruhen, aber täuscht euch nicht. Euer junger Prinz wird im kalten Norden nur den Tod finden. Ihr schon wieder. Arthas tut nur, was er für richtig hält. So löblich das sein mag, seine Leidenschaft wird ihm zum Verhängnis werden. Somit bleibt es euch überlassen, junge Magierin. Ihr müsst das Volk westwärts führen, in das alte Land Kalimdor. Nur dort könnt ihr den Schatten trotzen und diese Welt vor den Flammen retten. Dieses Land ist wahrlich vom Licht verlassen. Man kann kaum die Sonne sehen. Der Wind dringt einem durch Mark und Bein und ihr zittert nicht einmal. Mein Lord, geht es euch gut? Hauptmann, sind meine Truppen alle da? Fast. Nur wenige Schiffe sind... Wohlan denn. Als erstes müssen wir ein sicheres Lager errichten. Man kann nie wissen, was in den Schatten auf uns lauert. Ah, eine Goldmine. Hier schlagen wir unser Lager auf. Wir werden angegriffen. In Deckung! Pest und Hölle! Ihr seid gar nicht untot. Ihr lebt ja alle. Muradin? Muradin Bronzebart, seid ihr das? Verdammt, Junge! Niemals hätte ich gedacht, dass ihr es seid, der zu unserer Rettung kommt. Rettung? Muradin, ich wusste nicht einmal, dass ihr hier seid. Oh, einerlei, Junge. Ich kann eure Hilfe gut brauchen. Meine Gefährten und ich wurden angegriffen und voneinander getrennt. Ich bin für jede Unterstützung dankbar. Natürlich helfe ich euch, Muradin. Gehen wir. Nun denn, Muradin. Was treibt ihr eigentlich hier oben? Nun, Junge, in dieser Gletscherwüste liegt irgendwo ein uraltes Tor verborgen. Es soll zu einem geheimen Gewölbe führen, wo eine Runenklinge namens Frostgram wartet.
Wir kamen, um Frostgram zu finden. Aber je näher wir dem Portal gekommen sind, desto mehr Untoten sind wir begegnet. Prinz Arthas, wir haben keine Spur von Mal'Garnis gefunden. Einerlei. Er kann sich nicht ewig verstecken. Hauptmann, errichtet an dieser Stelle unser Hauptquartier. Ja, mein Lord. Vergebt mir, Botschafter, aber der Prinz ist unterwegs. Was führt euch an diesen entlegenen Ort? Durch königliches Edikt sollen eure Männer sofort nach Lordaeron zurückkehren. Lord Uther hat den König überredet, diese Expedition abzubrechen. Wir sollen einfach packen und abziehen? Ganz recht. Meine Männer melden, dass die Straßen von hier zur Küste von den Untoten kontrolliert werden. Ihr müsst einen anderen Rückweg zu euren Schiffen finden. Zur Hölle mit den Untoten! Wir bahnen uns den Weg durch den Wald, Männer! Hauptmann, warum sind die Wachen nicht auf ihren Posten? Nun, mein Lord, euer Vater hat die Truppen auf Geheiß von Lord Uther abziehen lassen. Uther hat meine Männer zurückgerufen? Verdammt! Ohne meine Krieger werde ich Mal'Garnis niemals besiegen! Die Schiffe müssen verbrannt werden, ehe die Männer die Küste erreichen. Ist das nicht leicht übertrieben, mein Freund? Bis auf die Balken verbrannt. Niemand kehrt heim, solange unsere Arbeit hier nicht getan ist. Prinz Arthas! Schnell, meine Krieger! Diese abscheulichen Kreaturen haben unsere Schiffe verbrannt und euch eure Heimreise beraubt. Tötet sie alle im Namen von Lordaeron! Elende Wilde! Metzelt sie nieder! Unsere Schiffe sind zerstört. Was sollen wir denn jetzt tun? Hört mir zu, ihr alle. Für uns gibt es nur einen Weg nach Hause. Und zwar den Sieg. In diesem Land leben oder sterben wir gemeinsam. Also kehrt zum Stützpunkt zurück. Und bemannt die Posten. Ihr habt eure Männer belogen und die Söldner verraten, die für euch gekämpft haben. Was ist mit euch los, Arthas? Ist euch die Rache denn so wichtig? Verschont mich, Muradin. Ihr habt nicht gesehen, was Mal'Garnis meiner Heimat angetan hat. Der dunkle Lord sagte, dass ihr kommen würdet. Hier endet eure Reise, Junge. Gefangen und frierend auf dem Dach der Welt. Und nur der Tod kann von eurem Ende singen. Es sieht nicht gut aus. Wir sind völlig umzingelt. Eine Chance haben wir noch. Helft mir, Frostgram zu finden. Wenn die Klinge so mächtig ist, wie ihr sagt, könnte sie unseren Sieg bedeuten. Mir ist ziemlich mulmig dabei, Junge. Aber ich habe versprochen, ich stehe euch bei. Hauptmann, ich überlasse euch die Verteidigung. Brechen wir auf. Kehrt um, Sterbliche. Tod und Finsternis erwarten euch in diesem verwunschenen Gewölbe. Ich bezweifle, dass es da unten etwas Schlimmeres gibt als das, was wir bereits gesehen haben. Glaubt, was ihr wollt, Junge. Ihr könnt nicht vorbei. Das Licht ist meine Stärke. Für die Ehre. Gehen wir. Besteht Gefahr?
Besteht Gefahr? Ich komme, um dieses Land zu löschen. Ein Menschen braucht hier ganz schön lange. Die Gerechtigkeit wird siegen. Was ist los? Das Licht ist meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Gehen wir. Kehrt um, bevor es zu spät ist. Ihr wollt das Schwert noch immer beschützen, was? Nein. Ich will euch vor ihm beschützen. Oh. Das Licht ist meine Stärke. Seht, Muradin, unsere Rettung. Frostgram. Halt, Freund! Da ist eine Inschrift auf dem Sockel. Eine Warnung. Hier steht, wer diese Klinge nimmt, wird ewige Macht erlangen. Wie die Klinge Fleisch verbrennt, so versenkt Macht die Seele. Oh, ich hätte es wissen müssen. Die Klinge ist verflucht. Verschwinden wir schleunigst. Ich würde mit Freude jeden Fluch ertragen, um meine Heimat zu retten. Lasst es gut sein, Arthas. Vergesst die Sache und führt eure Männer heim. Zum Teufel mit den Männern! Nichts wird mich daran hindern, Rache zu üben, alter Freund. Nicht einmal ihr. Wohlan. Ich rufe die Geister dieses Ortes. Ich gebe alles und zahle jeden Preis, wenn ihr mir nur helft, mein Volk zu retten. Arthas, wo ist Muradin? Wir halten nicht mehr lange durch. Muradin ist tot. Doch verzagt nicht, Hauptmann. Der Feind kann gegen die Macht von Frostgram nicht lange bestehen. Ihr habt also Frostgram an euch genommen und das Leben eurer Kameraden dafür geopfert, wie der dunkle Lord vorhergesagt hatte. Ihr seid stärker, als ich dachte. Spart euch die Worte, Mal'Ganis. Ich höre nur noch auf Frostgrams Stimme. Ihr hört die Stimme des dunklen Lords. Er spricht zu euch durch die Klinge. Was sagt er, junger Mensch? Was hat euch der dunkle Lord der Toten zu sagen? Es sagt mir, dass die Zeit für meine Rache gekommen ist. Was? Er kann unmöglich zulassen, dass... Es ist vorbei.
mein Sohn. Ich wusste, du würdest doch... Du musst dich für dein Volk nicht länger opfern. Und auch nicht länger tragen die Last deiner Krone. Ich habe mich um alles gekümmert. Dieses Reich wird fallen. Und aus der Asche entsteht eine neue Ordnung, die Welt in ihren Grundfesten erschüttern wird.